Hey, wir haben drei Hardbores mittlerweile. Und natürlich muss ich davon ein Electrify machen. Ich zeige euch meine Orkusliste, die ich jetzt gebaut habe. Ich habe jetzt heute mal ein bisschen gespielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das hat mir auch sehr gefallen, wie das Deck funktioniert hat. Ich zeige euch auf jeden Fall die Liste und ich würde sagen, let's go. Wir haben da auf jeden Fall dreimal Girsu offensichtlich. Das ist tatsächlich unsere einzige Normensammlung, die was senden kann. Wir spielen keine Armanite, kein Greffer und kein Mathematiker. Mathematiker ist auch eine coole Normensammlung, die man jetzt wirklich wieder spielen kann. Man konnte es davor, aber jetzt mit 3 Hardbore jetzt erst recht. Da wir aber das Breath Catch spielen, habe ich mich entschieden, nur 3 Girsus zu spielen als Normensammlung. Das reicht aus. Wir haben dann natürlich 3x Hardbore. Ich finde diese Variation mit der Brave Engine ist jetzt besser. Jetzt mit 3 Hardbores, wo man auch einfach Hardbore normeln kann und trotzdem Full Combo legen kann, quasi. Man kann auch notfalls nur mit Ritus und Normal Summon Hardbore halt trotzdem Combo legen, was halt stark ist. Dass ich halt auch aus Normal Summon Hardbore Value haben kann, weil es ist halt auch ziemlich stark. Natürlich, wenn man direkt Zugriff auf Galatea bekommt und man auch Hardeffekt benutzen kann zum Special. Dann haben wir noch ein Nightmare, ein Skeleton, ein Wildwand. Das ist ziemlich ungewöhnlich, denke ich, jetzt mal für alle anderen gefühlt, dass nur ein Nightmare dabei ist. In der Zeit, wo Harp gebannt war, habe ich sehr lange nur ein Nightmare gespielt. Außer ich habe jetzt irgendwie Builds gespielt mit Chaos Ruler oder wo ich halt unbedingt 3 Nightmares haben wollte, weil ich das kann wollte, habe ich den mal auf 1 gespielt. Und man darf nicht vergessen, dass die drei eigentlich Bricks sind. Skeleton geht noch, aber Nightmare und Wildwand sind eigentlich Karten, die man nicht ziehen will. Und habe ich dann einfach entschieden, das mal runter zu cutten auf 1. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ich war damit an sich zufrieden. Und falls ihr euch nicht wohlfühlt mit einem Nightmare, könnt ihr ruhig 2 spielen. Das ist kein Problem. Wir spielen auch ein Return. Ich habe überlegt, ob ich noch zweimal spiele. Aber ich spiele schon ziemlich viele Karten. Ich spiele 44 Karten im Main-Deck. Habe ich erstmal nur einen Return drin. Aber ich denke mal, dass man das hochbumpen könnte, theoretisch, falls man irgendwie was cutten möchte. Natürlich haben wir noch Babel Crescendo offensichtlich. Kein Foolish. Sind ja nicht nur Hardbearer, sondern sind ja dann auch Water Enchantress. Das Package ist wirklich nice. Ich mag das sehr. Ist auch ein sehr, sehr guter, starker Discard auch für Amset. Und ich denke mal, Negate mit Griffin, weil das ist auf jeden Fall solide. Stack spielt an sich schon ganz gut durch das Nibiru. Weil in der Regel, wenn man nur mit Girsu startet, in der Regel macht der Nibiru folgendes: Man hat keine Maske auf dem Feld. Außer der Gegner ihn droppt sehr komisch, dann kann man immer noch Maske hinlegen. Mit Babel natürlich auf dem Spielfeld und den Girsu im Friedhof. So basically, selbst wenn der Gegner uns nippt, haben wir noch den Girsu im Friedhof mit Babel und das reicht uns eigentlich aus. Aber wenn man halt natürlich noch Griffin hat, ist natürlich besser, ne? Ja, genau, dann noch die anderen beiden. Zwei Ritus, weil man die eigentlich auch auf dem Friedhof enden kann durch Wort und Chantus. Wir haben dann das Horus Package. Wir spielen da 3 Amsets, ein Happy. Ich mache 3 Sarkophage, weil ich es auch sehr wichtig finde, die Hardbores zu discarden oder die Bricks zu discarden, die man nicht auf der Hand sehen will. Auch selbst Fateful ist auch hilfreich, um was zu discarden. Wir haben eigentlich viele Karten, die es ermöglichen uns von der Hand was wegzuwerfen, falls nötig ist. Und das Horus Package ermöglicht uns auch durch Handjobs zu pushen, was stark ist. Und wir können Photon hinlegen, Photon Lord, negate, bevor man genippt werden kann, das eigentlich auch ganz gut ist. Oder durch andere Handjobs durchspielen kann. Dann haben wir noch Non-Engine, 3 Aschen, 3 Nibiru. Nibiru wird sehr stark, denke ich. Außer gegen Tempel. Naja, mal sehen. 3 Wailer, 3 Imper. Basic 12 Handjobs, dann haben wir noch 3 Droplet, weil Droplet wirklich sehr stark ist. Vor allem in dem Deck kannst du Drakebock for free einfach senden, weil du den einfach direkt wieder equipst. Das ist halt natürlich stark. Und wir spielen einen Gott bei. Das ist so meine 44. Karte. Das Extra-Deck sieht wie folgt aus. Ist eigentlich dasselbe wie immer, um ehrlich zu sein. Wir spielen da 2 Galas, ein Long-Girsu, 2 Ding-Girsu. Ein Vampir, Photon Lord, Fateful
Typhon, Zeus, Masquerena, SP, Unicorn. Ich bin Linkspider anstelle vom Linko-Reber. So die einzige Sache, die ich jetzt geändert habe. Kann auch sein, dass ich Selene spiele, weil man eigentlich viel einfacher dann OTK'en kann mit Dark und Access Code. Man kann mit Access Code locker OTK'en. Das ist kein Problem. Tatsächlich vor allem mit den Horus und mit dem Brave. Aber Linkspider ist interessant, weil man auch den Brave-Token in dem Linkspider machen kann und dann Harp Normal, damit man überhaupt Galatea bauen kann. Also kann man es auch verbinden, auch für das Brave-Token, nicht für ne, Geso-Token. Zum Side-Deck haben wir drei Bell, drei Lockbirds. Ich spiele im Side-Deck ein Legal Knight, um einfach besser Boards zu brechen. Und ich denke, es ist auch relevant, dass man mit denen der Battleface Sachen bouncen kann. Ich habe mich aber am ehrlich gesagt noch nicht wirklich befasst mit dem Lede-Format. Dann haben wir zwei Duster, ein Duster, zwei Chin-Twister, drei Cosmic und wir spielen Tactics im Side-Deck, weil ich dem Mandate jetzt keinen Platz hatte. Habe ich das einfach in den Side-Deck geschoben. Ja, das ist das Deck. Die Liste, die erste Liste, die ich jetzt gespielt habe, es macht wirklich viel Spaß. Und ich denke mal, das ist ein ganz solider Pick, wenn man halt Off-Meta spielen möchte. Macht immer genug Sachen, kann Druck aufbauen, große Bodies hinlegen und einfach Boards klären. Ja, das war's. Orcus Best Deck. Bis zum nächsten Mal. Ciao.